Klapperschlangen in Reiswein eingelegt, ein Elefantenfuß umfunktioniert zu einem Hocker, zahlreiche Korallen. Die Asservatenkammer des Zolls am Flughafen quillt über vor Produkten, die aus Tieren hergestellt wurden. Es sind Mitbringsel von Urlaubern aus aller Welt, die sich beim Kauf wohl wenig Gedanken gemacht haben. Weltweit sind viele Tiere und Pflanzen geschützt. Wir müssen das überwachen, denn die Reisenden, wenn sie im Urlaub sind, dann sind sie in Urlaubslaune, dann sind sie vielleicht ein bisschen unbedarft, dann kaufen sie irgendwelche tierischen Produkte und wir stellen dann hier fest, unterliegen diese Produkte dem Artenschutz oder nicht. Als Beispiel, jeder kennt es, der Elefant ist geschützt und auch zum Beispiel sämtliche Korallenarten unterliegen dem Washington Artenschutzübereinkommen. Und wenn wir hier Verstöße feststellen, dann müssen sie mit den entsprechenden Strafen rechnen. Die Strafen für Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen reichen von wenige hundert bis zu einige tausend Euro, je nach Härte des Verstoßes. Nicht ganz so dramatisch ist es, wenn man sich im Urlaub mit vermeintlicher Markenware eingedeckt hat, die um ein Vielfaches günstiger ist als in der Heimat. Stichwort Markenfälschungen. Zu dem persönlichen Gebrauch dürfen Sie Plagiate mitnehmen. Ich muss jedoch ganz eindringlich davor warnen, Plagiate einzukaufen. Weil im ersten Augenblick ist natürlich der Preis lukrativ, aber im zweiten Augenblick, wenn die Jeans zum Beispiel mal gewaschen worden ist und zwei Nummern kleiner ist oder sie dann plötzlich Hautausschlag bekommen, dann stellt sich schon die Frage, muss das sein? Hier sind ganz klar Gesundheitsfaktoren zu beachten. Diese Gesundheitsfaktoren gelten erst recht bei günstigen Arzneimitteln. Auch diese werden reihenweise gefälscht, mit teilweise verheerenden Folgen. Grundsätzlich gelten verschiedene Reisefreimengen. So dürfen allgemeine Waren im Gesamtwert von 430 Euro problemlos nach München mitgebracht werden. Rechnung vorweisen erleichtert die Einfuhr. Für Alkohol gilt 1 Liter, für Zigaretten eine Stange. Alles, was darüber hinausgeht, muss versteuert werden. Dafür nimmt man den roten Ausgang beim Zoll. Wer durch den grünen Ausgang geht und damit anzeigt, nichts zum Verzollen dabei zu haben, muss mit Stichproben rechnen. Sie verlassen den Flughafen über den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren. Hier führen wir stichprobenartige Kontrollen durch. Und wenn wir Waren feststellen, die über die Freimenge hinausgehen, dann müssen Sie mit den Konsequenzen rechnen. Das kann, ist als Beispiel, Sie müssen natürlich die Steuer entrichten. Gleichzeitig müssen Sie auch vor Ort eine Strafe begleichen. Und im ungünstigsten Fall wird ein Steuerstrafverfahren eingeleitet gegen Sie und es wird dann richtig teuer. Was definitiv nicht geht, wenn man bei einer Stichprobe mit mehr als den erlaubten Reisefreimengen erwischt wird, dann beim Zoll diese Waren einfach abzugeben, um auf ihre Einfuhr zu verzichten. Deshalb rät der Zoll, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wir haben eine eigene Zoll-App entwickelt, die heißt Zoll und Reise. Hier können Sie sozusagen über Ihr Smartphone schon mal gewisse Fakten eingeben. Zum Beispiel, Sie haben elektronische Artikel im Ausland gekauft, ist dann Zoll zu bezahlen oder nicht? Oder ist irgendwelches tierisches Produkt, was ich im Ausland gesehen habe, möchte ich es mir einkaufen oder mitnehmen nach Hause, ist es vielleicht unterliegt es dem Washington Artenschutzübereinkommen. Das wird hier auch angezeigt. Also hier kann ich nur empfehlen, informieren Sie sich frühzeitig, nicht, dass das böse Erwachen dann erst beim Zoll kommt. Weitere Informationen zu Reisefreimengen, Markenfälschungen und Artenschutz finden Sie auch auf unserer Internetseite münchen.tv.